Begrüße das Gemüse. Willkommen zurück zu FIFA 20. Karriere des Hartberg. Es geht auswärts gegen den WRC. Um die nächsten 3 Punkte hoffentlich einzufahren. Ja, Champions League Arsenal besiegt. 2:0. Im Rückstand gewesen und dann gewinnen wir das Ding mit 4:2. Was da los war, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle waren die Burschen brav. Und mal sehen, ob sie hier anknüpfen können gegen WRC. Mit den 3-4-3. Nee. Jawohl, 3-4-3. Ah, Eckball. Gruber steht heute im Tor. Ah, und Schiri pfeift schon. Ja, was ist passiert am Samstag? Auch das letzte Spiel im Grunddurchgang hat Hartberg verloren am Wochenende. 0:3 zu Hause gegen Tirol. In 8 Minuten war fielen plötzlich 3 Tore. Ja, schade, aber egal. Egal. Hartberg ist in der Meistergruppe, spielt somit auch im nächsten Jahr wieder erstklassig. Mal sehen, ob wir es auch hier schaffen, erstklassig zu spielen. Gruber hat den. AWRC, etwas giftig. Oh, Stadler. Komm, Junge. Und Tor. 1:0. Der Saatberg. Das hat er gut gemacht. Tadic trifft. Er läuft da und ein toller Pass auf Tadic, der steht goldrichtig und macht sein 9. Tor im, glaube ich, 13. Spiel. Er ist heute nicht, nicht heute, heuer nicht so torfreudig unterwegs, Tadic. Auch nicht in der Champions League. Läuft heuer nicht ganz bei ihm. Vielleicht kann es ja, kommt es ja noch. Gut verteidigt hier von Rakowitz. Ah. Super, hat den Ball raus. Ah. Ah, fast. Okay, was ist denn? Ah. WRC will hier das Tor machen. Auf Tadic. Ah, der versucht es. Heber. Nachschuss. Tor. Er wollte einen Heber machen. Und Glück im Unglück. Der Nachschuss sitzt. Gott sei Dank.
Hier noch einmal. Ah, da. Boah. Ja. Fehlen einem die Worte. Und Tor Nummer 10 für Tadic. Er ist wieder zweistellig. Und Doppelpack. So muss es sein. Oh. Na, ah, das hat er. Ja, den hätte Tadic eigentlich sehen müssen, dass er so nicht passen kann. Dominguez, aber weit am Tor vorbei. So, wieder endlich mal Akkowitz. Ah, das war ein schlechter Pass, eine schlechte Passentscheidung. Ah, was ist denn? Ja. Schlechte Passentscheidung inklusive schlechter Pass. Tadic. Ihr hält Kobras, müsste es sein. Nee, Kobras ist bei Altach, glaube ich. Ich muss mir echt mal den Torhüter anschauen. Vom Match. Ah, ah, Kofler, genau. Irgendwas mit K, ich wusste es doch. Kofler, genau. Schön gespielt. Und Tor! 3 zu 0. Tadic mit Köpfchen. Hattrick. Wow. Schön mit dem Kopf und keine Chance. Für Kofler. Hattrick. Dario Tadic, da geht was heute. Zumindest mal in Hälfte 1. Ah. Na? Aplanitis. Auf Kröpfer. Auf Ostrak. Auf Tadic. Noch einmal. 4 zu 0. Wahnsinn. Was ist heute mit Tadic los? Viertes Tor. Viererpack. Wow, da wehrt Koffer mit den Händen ab und noch einmal, aber Tadic bleibt dran und macht den Abstauber. Quattro Tadic. AWRC ist ja schwach. Alter, das. Der Pass wäre wieder bei Tadic gelandet. Und Dominguez! Traumtor! Traumtor von Juan Dominguez! Wahnsinnstreffer! 5 zu 0! Schauen wir uns das nochmal an. Dominguez hat Zeit und er schießt. Zieht ab. Aus gut 20 Metern. Schöner Treffer.
Sah zuerst aus, als würde er vorbeigehen, aber wunderschöner Treffer von Juan Dominguez, drittes Tor in der Bundesliga für den TSV Berg von Dominguez. Gut gemacht. Wahnsinn. Ja, bin gespannt, ob es so weitergeht in Hälfte 2. Meistens nicht mehr, denn boah, meistens steht dann die Abwehr parat vom Gegner, dass sie nicht noch mehr Tore bekommen. Aber vielleicht kann ja Hartberg noch was zaubern. So, Stadler. Stadler setzt sich durch auf Kröpfel! Tor! 6 zu 0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 6 Tore in einer Halbzeit. Das ist neuer Rekord vom TSV Hartberg. Sechs Tore in einer Halbzeit von einer Mannschaft. Schöner Volley, schönes Tor. Christoph Kröpfel mit seinem ersten Tor. Jetzt hat er es gemacht. So viele Versuche hatte er. Jetzt hat es geklappt. Und Halbzeit. Ja, Vereinsrekord, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Sechs Tore in einer Hälfte vom TSV Hartberg. Tadic. Tippitoppi. Ja, WRC. Kommt nicht ins Spiel, findet nicht ins Spiel. Mal sehen, wie es jetzt aussieht in Hälfte 2. Wie hart sie jetzt verteidigen werden. Oder ob sie ein Offensivfeuerwerk starten und auch Tore schießen, um vielleicht eventuell auszugleichen. Und da geht es weiter! 7 zu 0. Fünfer Pack von Tadic. Unglaublich. Schön gespielt. Pass. Und Tadic. Ja, Kofler ist am Ende. Bei dem funktioniert heute wahrscheinlich nicht mehr viel. Natürlich funktioniert ja, ja, jetzt haben sie mal gut verteidigt. Okay. Ja, sogar, dass sie jetzt da solche Dinge machen. Und 8 zu 0! TSV Hartberg, Dario Tadic, sein sechster Treffer in diesem Spiel. Wahnsinn! Tadic knackt, glaube ich, neuen Vereins- und Bundesliga-Rekord. Sechs Tore in einem Spiel. Wahnsinn! Jetzt 14, er stand noch bei 9 oder bei 8 und jetzt hat er schon 14 Tore. Das nur heute. Wahnsinn. 6 Tore.
Und Abstoß. Grappel lassen wir noch drinnen. Akowitz, Austrag. Auf. Dominguez, Dominguez. Oh. Da hat die Abwehr jetzt gut aufgepasst. Ball auf Stadler, Dominguez, scheitert an Kofler. Da hält er doch einmal einen Ball. Aber nur einen. Feucht fröhlich geht es hier weiter. Happberg bleibt am Drücker. Und wieder, da steht die Abwehr jetzt einmal gut. Von WRC. Ah, jetzt pfeift er. Und gelbe Karte für Rotter. Mal WRC und boah, an die Stange. Ah, sie leben noch. Noch. Zumindest ein kleines Lebenszeichen. Und Gruber! Jawohl. Hält hier. So, für Tadic ist der Arbeitstag vorbei. 6 Tore in einem Spiel. Donisa kommt jetzt für Tadic. So, für Rakowitz kommt jetzt Jürgen Heil. Jetzt kommen die Wechsel. Okay. Auf jeden Fall passiert. Oh. Ah, WRC jetzt da. Spielt er etwas besser, aber nicht gut genug. Ah, abgefangen. Komm. Jawohl. Ah. Es ist immer so ein Ballklick und wie schnell, dass die auf einmal da sind. Es ist unglaublich. Ja, WRC nimmt jetzt viel Zeit von der Uhr. Aber ungefährlich. Ja, WRC steht hier sehr gut. Okay, warum pfeift er das nicht? Ja, WRC jetzt da, aber ist schon wieder vorbei. So, Jürgen Heil. Und, Stadler will hier. Nicke, was ist denn, Alter? Kann's ja nicht sein. Vorne kriegst. Ah, rechter Pass. Ja, ich glaube, ein Tor. Bin noch ans Feld. Vielleicht jetzt da, jawohl.
Dominguez! Doppelpack! 0 zu 9. TSV Hartberg rasiert hier gegen den WRC. Wieder schönes Ding. Wow, schön gemacht. Toller Schuss. Gurke unter die Beine des Verteidigers und unter die Querlatte. Schönes Ding. Und das war's. TSV Hartberg schreibt Bundesliga-Geschichte. 9 Tore in einem Spiel und kein Gegentor. Wahnsinn. 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 Unglaublich. Ja, 9 Tore. Ja, wir schauen uns das an von Dominguez. Hier Kröpfel. Fast Dominguez hat Zeit und zieht ab. Wunderschönes Tor. Wunderschönes Tor. Hat Zeit, sehr viel Zeit. Schönes Tor von Dominguez. Auch das Tor von Göpfel ist sehenswert. Tolle Flanke von Stadler und Tor Christoph Göpfel. Zwei schöne Tore, die schönsten Tore für mich im Spiel. Schön gemacht. Natürlich auch das hier noch von Tadic. Ach, unglaublich. 9 zu 0 gegen den WAC auswärts. Tadic eine 10er-Wertung. Steht ihm auch zu bei 6 Toren in einem Spiel. Unglaublich. So, schauen wir noch schnell. Aphronitis, danke fürs Zuhören. Eklar, brauchen wir ja. Glücklich bist. Soll ja auch so sein. Ja, jetzt ist eine Länderspielpause. Dann geht es weiter gegen Sturm Graz. Und dann kommt das Rückspiel gegen Barcelona in Barcelona. Ja, noch sind es 6 Punkte. Salzburg ein Spiel weniger. Aber das kann sich schnell ändern. Kann sich sehr schnell ändern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ein Abo nicht vergessen, Road to 70. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Bussi aufs Bauchi. Euer Lizinator.